So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge von Indie-Talk Simulator. So, play the game. Wollen wir in der Folge mal Winter spielen? Ja, komm, let's go. Ach, das ist ein separates Level-Set. Ah, gut, nee, dann machen wir erstmal Sommer. Okay, ich dachte einfach, die ändern nur die Texturen. Okay. Ne, weil ist ja auch im Echten so, dass Deutschland im Winter zwar weiß ist, aber eben halt nur weiß. Und in meiner Deutschland sieht der im Winter jetzt nicht komplett anders aus, ja? Die Straßen verändern sich dabei ja nicht. Also, gut, die werden höher, weil Schnee und so, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Die Straßenführung ändert sich dabei halt nicht. Und so. Also. Deswegen ging ich eigentlich davon aus, dass hier nur die Texturen ausgewechselt werden. Aber gut. So, da vorne ist. Ach klar, die können einfach durchfahren durch diese Poller. Wir müssen drüber fahren. Sehr nett. So, jetzt müssen wir wieder links fahren. Ich verstehe die Typen nicht. Wow. Oh. Eieieiei. Oh, okay. Bitte beruhigen Sie sich. Oh, die eine Kiste fällt da fast runter. Alter. Ja, ich glaube, wir haben schon ein bisschen, ja, verkackt. Das wird nichts mehr gut. Alter, wie die rumfliegen. Was ist da? Da ist ja nicht mal Luft drin. Da ist Helium drin in den Dingern. Ja, allein wenn da Luft drin wäre, müssten die durch das Holzverkleidung so viel Eigengewicht haben, dass sie niemals so rumhüpfen könnten. Das ist ja wirklich, als wenn wir Luftballon transportieren. Wahrscheinlich wird das von Level zu Level immer leichter, ne? Das heißt, wenn wir dann so Level 15 sind, dann fliegen die Sachen von alleine schon hoch und wir müssen die versuchen einzufangen. Oder wir fahren dann einfach falsch rum am Himmel. So, wir müssen hier. Auch eine komische Straßenführung hier bei der Kreuzung. Von links nach rechts kann man gar nicht gerade durchfahren. Interessant. So, da vorne geht es wieder auf unsere altbekannte Drecksinsel, ja? Wo die gesamten Straßen nur aus Dirt bestehen. Wow. Oh. Okay. Das war das Karma für die Drecksstraße. Sorry. Alter, das sind leichte Kisten, ey. Ich glaube, wir fahren doch lieber wieder mit der Innenansicht. Mit der Außenansicht habe ich zu wenig Kontrolle über das Fahrzeug. Und ich brauche jede Kontrolle, die ich kriegen kann. Aber weißt du, in der Innensicht sieht es eigentlich auch alles relativ schön aus hier, ne? Ich meine, die Rendering Distance ist sehr, sehr klein. Vor allen Dingen, man sieht doch hier hinten an der Narbe so richtig diese Skybox, ne? Ist schon alles sehr einfach gehalten. Naja, wahrscheinlich ist es dafür, weil ich meine, es ist ja ein Browser-Game. Ja. Wahrscheinlich ist es dafür gedacht, dass man das Ganze auch auf dem Handy spielen kann oder so. Und deswegen von der Grafik her sehr einfach gehalten. Oder die Entwickler hatten wirklich einfach keinen Bock. Wobei man sagen muss, die Map ist ja doch schon relativ groß. Ja. Ich habe also wesentlich größer auf jeden Fall, als ich gedacht habe. Ja, hier auch so ganz mit dem ganzen Seegebiet und alles. Ist ja schon, doch. Was macht der denn da vorne für ein Zeug? Also die Straßenführung hier ist sehr suspekt. So, wie sieht es denn eigentlich aktuell aus? Haben wir schon
Oh, noch alles in reinem Glied hier, siehst du? Ich sag ja, so habe ich viel mehr Führung über das Fahrzeug mit der Ansicht. Ach, das Ding hier schon wieder. Schön langsam hier mal. Und was man auch schön sehen kann, ist dieses ganze Level of Detail, dass die Berge, die ein bisschen weiter weg sind, das richtig schön glatt eiermäßig sind. Und so, und je näher man kommt, sie immer mehr und mehr Details bekommen. Ist schon. Da merkt man richtig, wie gute alte Spiele noch entwickelt wurden. Also, ich muss schon sagen, der Fahrspaß ist in der Kameraansicht auf jeden Fall höher. Oh, da vorne sind drei Pfeile. Was ist das denn? Geschafft. Am besten, wenn wir in der Kameraansicht sind, müssen wir am besten kurz vorm Ende immer die Kamera umschalten, um zu gucken, wie die Fracht aussieht. Oh, kann man noch rückwärts reinfahren? Natürlich nicht. Oh, doch kann man. Ah, sehr geil. Next Level. So, da vorne geht's los. Und wir müssen Baumstämme transportieren. Okay. Hoffentlich nicht alle, die da liegen. Aber das sind ein bisschen viele. So, mal gucken. Hä? Ach nee, wir haben Fässer. Okay. Na gut. So, aber wir sind doch wieder auf der Autobahn. Ich da. Oh! Da fliegt ein Berg. Ich dachte eigentlich immer, dass man da startet, wo man wieder, wo man vorige Runde aufgehört hat. Aber scheinbar ist das wohl doch nicht so. Okay. Ach ja, jetzt sind wir das, wo man gar nicht gerade durchfahren kann. Wow. Müssen wir jetzt kurz. Was? Was machst du denn hier, mein Freund? Alter, wow. Okay, die NPCs werden ja also auch noch dicke Freunde mit uns. Sehr nett. Da vorne kommt die Wüste, ne? Warum haben wir eigentlich keine Musik mehr? Wow. Das war ein bisschen heftig. Ah, wobei geht noch. Ah, der wartet sogar auf uns. Wow. Das hätte ich gar nicht gedacht. Obwohl, eben, gerade eben bei dem, wo wir rückwärts fahren mussten, der ist ja auch stehen geblieben. Das heißt, so intelligent sind die NPCs schon. Schöne Brücke, by the way. Also auf das Wüstengebiet freue ich mich schon. Das sieht irgendwie so als PNG sieht ganz geil aus. Diese Straßen flackern überall, ne? So, da vorne ist unser Ziel. Sehr gut. Wir kommen hier verdammt gut durch die Level, ne? Ich weiß nicht, ob es so gewollt ist oder ob ich einfach zu gut bin. Also durch meine Erfahrung mit dem Euro Truck Simulator. Nicht, dass ich denke, dass ich in allem gut bin. aber ja. Irgendwie fehlt bei dem Spiel so ein bisschen der Drill, wenn man es einmal raus hat, wie das Spiel funktioniert. So, müssen wir mal gucken, wo die grüne Markierung ist. Ach da. Okay. Dann kommen wir rein.
So. Schön. Wow. Wo kommst du näher? So, da sieht schon besser aus. So. Next Level. Aber warum... Ah, jetzt haben wir wieder Musik. Sehr schön. Bei jedem Beladen oder Entladen verlieren wir immer ein Rad. Das rollt immer runter. So, nee, wir müssen geradeaus weiter. Vor allem schöne Sumpfhäuschen hier, ne? Okay, ich dachte, bei diesen Spoilern bleibt man immer dann stecken, wenn man zu schnell gegenfährt. Aber wir sind gerade schon wieder stecken geblieben. Obwohl ich ganz langsam gefahren bin. Was mir krass auffällt, man kommt in die ganzen Häuser gar nicht rein. Erstens gibt es keinen Weg zu den Häusern. Und zweitens ist hier überall Zaun. Wie soll man von der Straße zu den Häusern kommen? Außer vielleicht gar nicht. Interessant. Mit diesen ganzen gelben Streifen hier bei der Brücke sieht es aus wie so eine Tuning-Brücke, ne? So eine Extrem-Overclock-Brücke. So. Bum, bum. Scheiße, denn ich meine, mal gucken, wie schnell wir durch die ganzen Level kommen. Ob wir denn vielleicht sogar noch die Schnee-Level schaffen, also hier diese Winter-Level. So, da müssen wir nach da lang. Und dann hier geradeaus weiter, ja? Oh, Tunnel. Oh, schon wieder hängen geblieben. Was ist denn los hier? Okay, das ist ein Tunnel ohne Berg. Ist ja einfach so die Tunneltextur so abgeschnitten. Hier vorne fehlt der Berg. Vor allem die Lampen sind alle rosa. What? Irgendwas fehlt hier. Okay, kann natürlich sein, dass er versucht, ein paar Texturen aus dem Internet nachzuladen. Und bei meinem grandiosen Internet funktioniert das nicht so ganz. Das könnte natürlich sein. Oh, hier müssen wir hart nach links. Aber seltsam ist er schon. Vor allem, weißt du, wir waren gerade auf dem Meer, ja, auf einer Autobahn im Meer. Dann fahren wir durch einen 5 Meter Tunnel und sind auf einmal hier im Dschungel. Sehr realistisch. So, da vorne ist wieder das Ziel. Wir haben noch fast 3 Minuten. Holy moly. Sternklare Nacht. Wohin? 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 Hallo? Wohin? Da. Wird Unloading nicht zusammengeschrieben? Oh ja. Wer weiß. So, wir müssen nach... da. Jutchen. Ja, fast 15 Minuten. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Level dann wieder. Wenn es denn dann heißt, ja, das. Bis dann.